just let me go up in under your spell. I love you so, it's just hard to tell. I lost my way and there's no coming back. And I'm all done, the love's all gone. Bandai Namco From Software Havoc TM Dark Souls 2. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen ein Spiel, von dem ich viel gehört habe, an das ich mich nie herangetraut habe. Ein Spiel, bei dem man oft stirbt. Ein Spiel, bei dem man eine ganze Menge was drauf haben muss. Ich habe verschiedene Wege jetzt ausprobiert, dieses Spiel zu spielen. Verschiedene Wege, dieses Spiel schon aufzunehmen. Und alles in allem werde ich jetzt, glaube ich, das Spiel doch privat zocken. Wirklich privat komplett. Ab und zu wird dann wahrscheinlich einer mitkommen, der mitspielt. Das Problem ist an der Sache, wir hatten jetzt schon mal eine Aufnahme und haben uns gedacht, ey cool, wir machen jetzt das komplett Multiplayer und nehmen das auf. Allerdings vergeht dann... Es ist echt doof gemacht und Dark Souls für den Multiplayer. Wir werden privat jetzt Dark Souls 2 spielen, also ich alleine, solo. Ich sage gleich von Anfang an, dieses Gameplay hier ist wahrscheinlich mit vielen Toten versehen. Es wird eine Menge Fails in diesem Gameplay geben. Wir werden auch farmen gehen müssen in diesem Spiel. Also es wird nicht immer die absolute Action und die absolute Bossfight werden. Wir werden viel farmen müssen, um hier überhaupt bestehen zu können. Und wir sehen uns dann jetzt nach der Einleitung. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. Place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranlake. Perhaps you're familiar? No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why.
breath drawn to a flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. Und damit herzlich willkommen zurück zu, also nicht zurück, sondern zu Dark Souls 2. Ja, da sind wir. Und im Ernstsein stelle ich das gerade nach die Stelle, weil mir die Stelle hier abgeschnürt ist bei der Aufnahme. Deswegen laufe ich dann mal straight zu diesem komischen Licht, was ihr da seht. Hier gibt es zwei, drei Gegenstände, die habe ich im Let's Play auch aufgesammelt. Leider, wie gesagt, ist mir die Stelle hier abgeschnürt, aber wirklich nur diese Stelle. Mit der Aufnahme, mit den ganzen Sequenzen. Deswegen dachte ich mir, das muss doch hier mal reinpacken. Und wir gehen einfach mal zu diesem wunderschönen Häuschen hier. Sieht echt geil aus, muss ich gestehen. Also dafür, dass wir da gleich auf Hexen stoßen werden, ne? Ne? It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you will become one of them. Hollows prey upon them, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? In-game heißen wir Aria und hier nenne ich jetzt einfach mal jetzt Bilbo der Blubbernd. Oh. Ah, Bilbo der Blub. Okay. Ist auch vollkommen egal. Junge. Ja. So. Ist auch vollkommen egal, weil wir heißen ja in-game Aria dann. Supposed to be. Think back deep into your past. Yes, it's an effigy of you. So, da sind wir jetzt wieder. Da ist mir Fraps leider abgeschmiert, da muss ich was dazwischen schieben. Und zwar erstellen wir uns jetzt unseren eigenen Charakter. Und wir fangen damit gleich mal an. Und zwar beginnen wir mit der Auswahl, was wir spielen wollen. Und ich würde ehrlich gesagt gerne den Zauberer spielen, aus dem einfachen Grunde, dass ich nicht der beste Spieler bin. Und wir wollen
Ich spiele gerne Schwertkämpfer, aber Schwertkämpfer ist schwierig alleine. Und da wir alleine spielen wollen, nehme ich mal den Zauberer. Die Gabe, die wir haben, ist ein Menschenbild, bitte. Dankeschön. Genau. Körper. Wir wären gerne vom Geschlecht weiblich. Vom Körperbau werden wir bitte ein bisschen hagerer, das muss auch weiblich aussehen. Und von der Figur her weiblich. Das Aussehen unserer Figur. Herkunft können wir euch die nehmen. Frisur ist. Frisur nehmen wir mal. Ist denn alle nicht so dufte? Nehmen wir die. Haarfarbe. Was? Ich hab doch gerade eine andere Frisur genommen. Die da. So. Haarfarbe nehmen wir mal. Boah, da könnte ich jetzt ewig suchen. Was sieht denn cool aus? Ich nehme mal weiß. Augenbrauen. Ne, ganz sieht das auch doof aus. Augenbrauenfarbe, das ist natürlich auch weiß, dann sieht ja komisch aus sonst. Also, nehmen wir das weiß vielleicht mal. Augenfarbe. Augenfarbe ist da. Wie sieht rot aus? Schade. Ich will irgendwas, was Unnormales, was ein bisschen unnormal aussieht, aber nicht zu krass. Das ist strange. Das ist echt schwierig. Bisschen mehr Rot mit rein. Weniger Rot, mehr Grün. Mehr Grün. Vielleicht weniger Grün. Oh, das war gar nicht so schlecht. Oh. Das sieht gut aus. Gefällt mir. Okay. Tätowierungen. Tätowierungen habe ich immer gerne. Bei solchen Charakteren. Und zwar hätte ich gern das da. Tätowierungsfarbe müsste dann sein. Auch ein schönes Blau vielleicht.
Weniger davon, mehr davon. Mehr davon. Mehr davon, weniger davon. Deckkraft ein bisschen erhöhen. Okay, jetzt müssen wir noch eine weitere Einstellung machen. Und zwar bei weiterer Einstellung möchte ich gerne Nachtfalten, Frisur, Haarfarbe haben wir ja schon gemacht. Gesamterscheinung, Geschlecht, Alter. Das Alter mal ein bisschen nach zurücksetzen, weil nur dann sieht es wirklich weiblich aus, habe ich so das Gefühl. Weil wenn man das jetzt, ich weiß gar nicht, wie es ist. Ja, das sieht total männlich aus irgendwie. Ich weiß nicht, was. Gestaltgewichtung, schwach, stark, Farbgewichtung, Hautfarbe haben wir schon, habe ich alles schon mal gemacht, das brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen auf jeden Fall die Tätowierung. Und die Position muss mehr links sein. So. Genau. Die zweite Position muss höher sein. Und die erste Position ist gar nicht gespeichert. Mehr nach rechts. Ne, nach links, Gott. Okay. Und noch ein bisschen nach oben. Okay. Der Winkel passt okay, die Größe passt noch nicht ganz. Okay. Die Farbe muss geändert werden. Und die Deckkraft der Farbe muss geändert werden. Ich guck mal, was. Das sieht geil aus. Jetzt müsste man nur. Genau. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen. Das sieht so hässlich aus, dieser Mantel, aber okay. Dann würde ich sagen, das war's. Erstellung abschließen. So, dann haben wir unseren Charakter. Das sieht doch gut aus. Okay.